Berlin, Berlin. Da könnt ihr mal sehen, wie sich die Maus freut auf Berlin, ne? Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind immer noch in Österreich im schönen Kinderhotel und verbringen hier noch die letzten Tage. Ich dachte, ich nehme euch einfach noch ein bisschen mit. Ich erzähle euch heute ganz aktuell etwas zu unserem Umzug nach Berlin. Da waren noch so ein paar offene Fragen oder Fragen, die nicht ganz geklärt waren für einige. Ich gehe da einfach noch mal ein bisschen drauf ein und erzähle euch, was wir am Wochenende vorhaben. Denn wir schauen uns da schon ein paar Häuser an, ne? Ich würde sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir gehen jetzt erstmal nach unten in den Spielbereich, wo die anderen Mäuse schon vor uns sind. Warten auf den Fahrstuhl. Übrigens gibt es jetzt in meinem Shop eine Sommeraktion. Schaut da gerne mal vorbei. Dort gibt es viel reduziert. Gerade Popsockets, T-Shirts und so. Den Link zu meinem Shop setze ich euch wie immer gerne unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei, weil was weg ist, ist weg. Wir werden die Sachen nicht nachbestellen. Ne, Friede? Und Frieda kann jetzt winken. Sag mal hi. Yay, sind wir nass. Hallo Familie. Hallo. Was macht ihr? Nachmittagssnack. Bisschen Obst. Baby Frieda isst jetzt auch ein Stück. Aprikose. Die Schale war das. Und die Schale war wieder draußen. Ja, gib Papa. Steht da voll drauf. Auf frisches Obst. Ja. Gell, sagen wir mal, wie der Draht funktioniert. Wollt ihr jetzt schnell reiten? Sie reitet jetzt ganz schnell im Draht, gell? Du machst das auch ganz toll. Hier gibt es noch Massagen und Kosmetikbehandlungen. Wow, das Leben. So, hier gibt es schon mal Snacks zum Schwimmen. Was ist das denn? Dann mal Obstschalen. Kalte Getränke. Frieda sitzt jetzt hier im Bettchen. Es ist leider sehr voll, ich kann nicht viel filmen. Sie ist ja so beschäftigt. Hallo meine Lieben, es ist mittlerweile Abend und ja, nach was soll ich sagen? Nach der Niederlage. Deutschland hat verloren. Was war bitte das zweite Tor? Deutschland ist raus! Deutschland ist raus! Aber es ist nur Fußball, sag ich. Alles gut. Und die Frieda ist gar nicht gut drauf. Da sitzt unsere kleine Frieda. Hey, guck mal, jetzt lachst du, ne? Jetzt lachst du. Mhm. Was war los, Frieda? Erzähl. Die ganze Zeit geweint, ne? Genau, Abendessen wurde abgebrochen. Jetzt wird es aufs Zimmer gebracht, weil wir es einfach nicht schaffen. Und ja, Pauline feiert Südkorea. Ja, ich wollte, dass Südkorea gewinnt. Oh ja, dann hast du ja Glück gehabt. Dann könnt ihr euch freuen. Ich dachte mir, ich stelle mich mal hier hin. Hier ist eine schöne Aussicht. Ich wollte zum Schluss des Videos noch mit euch über unseren Umzug reden. Da gab es so ein paar offene Fragen. Es ist saukalt hier draußen. Ich glaube, ich gehe doch wieder rein. So, ich glaube, hier ist besser, solange das Essen noch nicht da ist. Und zwar ist es so, dass wir jetzt am Wochenende, jetzt Ende der Woche, fahren wir nach Berlin. Denn wir schauen uns einige Immobilien an. Und ich glaube, im letzten Video kam das nicht so richtig rüber. Wir hatten ja erzählt, dass wir umziehen wollen nach einem Jahr im Juli nächstes Jahr. Aber wenn wir jetzt die passende Immobilie finden, würden wir auch jetzt schon umziehen.
Essen kommt. Guck mal, die Suppen. Dann fangen wir mit den Suppen an, ja? Suppen, Hauptspeisen. Mama, ich hab so den Mandratchen gesehen. Soll ich den Wagen gleich wieder abnehmen? Komm, du kannst auch noch ein bisschen bitte. Guck mal nachsehen. Da ist ein Schnitzel. Ich mag eigentlich nicht. Das ist das Abendessen. Das ist Entenbrust mit Risotto. Entenbrust? Mmh, lecker. Da gibt es Selleriesuppe, oder? Nein, das ist Orange mit Fenchel. Cremesuppe. Und Brühe, also Rinderbrühe mit Hackfleischtaschen, auch sehr lecker. Und der Hammer ist der Nachtisch. Schaut mal bitte. Oh, was ist das? Das ist Eis. Wow. Das müssen wir schnell essen. Also haut rein, schmeckt fein. So, jetzt gehen wir dann gleich lecker Schokobrunnen holen. Schokobrunnen. Ja, wir haben gegessen und unten steht noch ein Schokobrunnen und da holen wir uns was Schönes. Ne? Mega groß. Pauline, du kommst leider nicht mit. Wir bringen dir was mit, Pauline. Papa, kümmerst du dich mal um Pauline? Runter geht's. Ich möchte bei Traum. Mama, mach du deinen eigenen Schuss und ich mach für die Pauline. Danke, Mama. Ich habe hier mein Obst mit Schokolade. Ich habe jetzt weiße und dunkle Schokolade bekommen, also freue mich. Jetzt gehen wir mal zurück aufs Zimmer. Ich muss dann gleich noch bis 21 Uhr unsere Lunchpakete abholen. Wir fahren morgen früh ganz früh los nach Berlin. Und dann haben wir ein paar Brote uns schmieren lassen und Obst bestellt. Wir fahren mit 7 Kindern bis nach Berlin. Mit 3 Kindern immer eine kleine Herausforderung. Was gibt es Besseres, Schokobrunnen und Obst zu essen und dabei mit euch zu quatschen? Nachtisch. Endlich Nachtisch. Ich habe gerade noch die Frieda schlafen gelegt. Das Babyfon mal anmachen. Ich hoffe, Frieda schläft jetzt. Mhm. Auf jeden Fall, der Schokobrunnen schmeckt. Lecker. Lecker. Psst. Leise. Ich hatte, glaube ich, eben aufgehört zu erzählen über Berlin, weil der Roomservice kam. Genau, also ich glaube, in dem letzten Video zum Thema Umzug kam das nicht so rüber. Wenn wir jetzt am Wochenende in Berlin sind und da ein Objekt finden, was uns zusagt, dann werden wir das jetzt auch schon nehmen, weil die sind frei ab August, Oktober und Januar. Also wir schauen uns mehrere Immobilien in Berlin an und deswegen sind wir auch länger als mehrere Tage da. Die liebe Melli von Mellis Blog hat Geburtstag, da gehen wir noch hin. Liebe Eva Immenhof, mit der treffen wir uns, dann treffen wir uns noch mit anderen Bekannten aus Berlin und sind bei Fuchs und Kiwi zu Besuch. Also es ist schön, dass man weiß, dass man jemanden drüben in Berlin kennt. Ja, Berlin. Da könnt ihr mal sehen, wie sich die Maus freut auf Berlin, ne? Leona wird auch mitkommen zu den Hausbesichtigungen. Ja. Gucken wir uns das alles mal an, die verschiedenen Häuser. Es gibt natürlich noch einiges zu tun, aber da werde ich euch auch mitnehmen. Dann kam ganz oft die Frage, was machen wir mit unserem Haus? Unser Haus wird vermietet und es wird einfach als Geldanlage benutzt. Sprich, wir haben dann immer monatliche Mieteinnahmen. Wir finden es einfach zu schade, das Haus zu verkaufen. Dafür sind zu viele Emotionen im Haus und zu viel. Ja, wir haben da halt richtig viel Arbeit reingesteckt. Dann behalten wir das Haus lieber. Es bleibt in der Familie. Und falls irgendwas Schlimmes passieren sollte, was immer passieren kann, Leona? Mhm. Das Leben ist ja nicht immer rosig, das weiß man ja nie. Ja, und Frieda weint. Soll ich mal gerade kurz hingehen? Nee, ich mach das schon. Dann kann man immer noch zurückziehen. Oh, Schatzi, ich geh mal gucken. So, jetzt sind wir schon zu dritt hier auf den Bilden. Ich habe das Bett mit Schoki vollgeschmiert. Frieda möchte nicht schlafen. Nee. Nämlich, wenn wir in Berlin sind, dann sind wir erstmal eine Nacht im Motel und dann sind wir dreimal bei Fuchs und Kiwi. Genau, schlafen wir da, ne? Und mit Freunden. Also wie ich schon gesagt habe, das Haus wird erstmal vermietet. Man kann immer wieder zurückkommen im Notfall. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Ich werde euch auf jeden Fall in Berlin natürlich auch mitnehmen, euch das so ein bisschen alles zeigen, wie sich das entwickelt. Und dann schauen wir mal. Wurde doch noch nie eingebrochen. Doch, als wir in Dänemark waren. Das war das Auto, was eingebrochen wurde. Ah nicht ja, das Haus. Stimmt. Das ist ein Unterschied, ob das Haus eingebrochen wird oder... Aber unser Haus ist gut abgesichert, Leona, da braucht man keine Angst haben. Und überall nehme ich solche Notlichtern. So, meine Lieben, ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Tut mir leid, noch mit vollem Mund.
Wir melden uns wieder aus Berlin, wenn es was Neues gibt. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao. Ciao.